Schlagerpop und Alpenrock am Sonntagmorgen, das ist die Sendung für und mit Newcomern hier bei Radio BW Baden-Württemberg. Und einen solchen Newcomer, den möchten wir jetzt mit seinem aktuellen Song vorstellen. Er war schon mal zu Gast bei uns am Telefon vor einigen Monaten. Come on Board hieß sein damaliger Titel. Jetzt gibt's etwas Neues von ihm, darüber wollen wir sprechen mit Jürgen Plainetti. Guten Morgen und Servus, mein Lieber. Ja, Servus, hallo, grüß dich. Jürgen, du hast musikalisch das Meer verlassen und startest in kosmische Sphären. Join My Cosmic Flight heißt dein Titel. Das klingt wahrlich gigantisch. Richtig, ist es auch. Und wir kamen einfach so auf die Idee, mein Produzent, der Florian Grötzl und ich, dass wir mal ein anderes Thema brauchen. Ne? Weil bisher ja eigentlich immer nur entweder Herzschmerz oder Sonne, Meer, Strand, Boot. Ne? Das wurde dann irgendwann mal ein bisschen zu langweilig. Und da brauchten wir ein neues Thema. Und er kam auf die Idee, machen wir doch mal etwas so mit einer Kosmosreise. Und ja, dann hat er den Text geschrieben und den hat er wirklich fantastisch hingekriegt. Und dann geht es eigentlich nur um so eine Zeitreise durch den Kosmos. Ne? Und ja, das kommt eigentlich unheimlich gut an mittlerweile. Ne? Ich merke das in den Feedbacks, die ich bekomme. Und ja, also ich freue mich drüber, riesig. Wir freuen uns auch und vor allem deine Fans freuen sich, denn Jürgen, deine Songs, die haben einen absolut eigenen Charakter und einen echten Wiedererkennungseffekt. Aufs erste Hinhören, da fühlt man sich zurückversetzt in die 80er Jahre, die Zeit von Modern Talking. Und beim zweiten Hinhören, da weiß man, ja, das ist der Plainetti. Das ist inzwischen irgendwie dein Markenzeichen. Richtig, 80er Jahre, auf diesen Sound habe ich mich jetzt in den letzten Songs festgelegt. Da fühle ich mich am wohlsten. Und ja klar, ich war früher ein großer Modern Talking-Fan, da stehe ich auch zu. Ne? Und jetzt haben wir eben halt probiert, diesen Sound eben halt auf Deutsch, ist ja klar, ist ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Und mit englischen Passagen drin, ich meine, da gibt es ja andere Sänger. Früher Falco hat das auch nicht anders gemacht. Ne? Das war auch immer Deutsch-Englisch. Es muss eben halt eigentlich passen. Und es gibt natürlich viele deutsche Wörter, die man eben halt dort nicht verwenden kann, wo eben halt dann diese, wie sagt man, der Ausdruck dann in Englisch eben halt rübergebracht wird. Und das passt wunderbar zusammen, Deutsch-Englisch. Ne? Also wenn man sich den Text mal anschaut oder so, ne, es ist einfach eine gute Kombination. Und vor allem hast du ja damit auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Durchaus unterhaltsam. Da reimen sich Deutsche auf englische Wörter und umgekehrt. Der Plainetti, der setzt schon besondere Zeichen. Richtig. Darum geht's mir eigentlich auch. Und ich meine, mit dieser Art Musik habe ich schon mittlerweile so ein Alleinstellungsmerkmal, das kann man schon sagen. Man muss sich ja gegen andere durchsetzen, das ist schwierig auf dem Markt, ganz klar. Und seit ich damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, mit Come on Board, den ich rausgebracht habe, da habe ich schon gemerkt, genau das ist es. Ne? Weil man muss eben halt immer gucken, wo fühlt man sich am wohlsten. Ich habe schon Abstecher gemacht in den volkstümlichen Schlager, was mir überhaupt nicht gelegen ist, aber um jemandem Gefallen zu tun, habe ich das gemacht. Und das kam auch ganz gut an, aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Popschlager, okay, mein Rumba-Fox und was ich da alles gemacht habe, ich will tanzen und so, das ist eben halt ganz normal Popschlager, was andere eben halt auch machen. Und dann habe ich eben halt gedacht, okay, der 80er-Jahre-Sound, den vermissen natürlich viele, ich auch. Und warum nicht mal 80er-Jahre-Sound auf Deutsch? Ja, und es hat, wie gesagt, funktioniert. Ne? Und wenn man deine Social-Media-Aktivitäten so betrachtet, dann hast du dich, Jürgen, irgendwie selbst zum Kult entwickelt. Ist das okay für dich? Also mittlerweile ja. Also ich habe unheimlich viele Feedbacks und ich bin ja, wenn ich ehrlich bin, unheimlich Social-Media-faul. Und ich hatte nie was mit Social-Media zu tun gehabt. Aber wie gesagt, im Zeitalter des Internets und so weiter müssen das eben halt alle. Und dann habe ich auch angefangen, mal so ein paar Postings und alles. Ja, und dann kam natürlich dann richtig was zusammen. Und mein Song zum Beispiel Welcome to the Island, den ich davor hatte, der läuft unheimlich stark in den Ostblockstaaten, ne? Also Ukraine, Rumänien und so weiter. Da kommt der unheimlich gut an und da habe ich natürlich eine große Fangemeinde mittlerweile. Ne? Ich glaube mehr im Ostblock als hier in Deutschland. Das stimmt allerdings und bei Modern Talking war das ja ähnlich, bei Thomas Anders bis heute. Ja, das war auch schon in den 80ern so und in den 90ern. Ne? Also dieser Sound, egal ob das jetzt Modern Talking war oder Bad Boys Blue und wie die alle hießen,
In den Ostblockstaaten kam das mega geil an, richtig mega geil. Ne? Und mehr auf jeden Fall als jetzt, sagen wir mal, hier bei uns jetzt in Deutschland oder Österreich, Schweiz. Ne? Ja, und das ist heute noch so. Die trauern heute noch diesem Sound hinterher. Wir sind jedenfalls froh, dass wir dich hier bei uns genießen dürfen, Jürgen Planetti. Wie verbringst du deinen Sonntag? Eher faul oder sind das auch genau die Tage, an denen du bereits irgendwie an neuen Ideen arbeitest oder hin und her überlegst? Ja. Überlegt auf jeden Fall, also heute mache ich nicht viel, es regnet, ne? Also unser erster Tag, wo es mal regnet hier richtig, hab nichts vor und deswegen mache ich mir schon meine Gedanken, wie soll es jetzt weitergehen, ne? Ich möchte eigentlich schon auf der Schiene bleiben, man muss eben halt natürlich nur gucken, dass man immer das richtige Thema findet, ne? Das ist eben halt nicht so einfach, aber diesmal mache ich mir die Gedanken, das braucht der Florian Glötzl nicht zu machen, er hat das jetzt bei Joy My Cosmic Flight gemacht und ich mache mir jetzt mal Gedanken, neues Thema und dann werden wir natürlich wieder einen neuen Song aufnehmen, definitiv. Also diesbezüglich, was 80er-Jahre-Sound betrifft, bleibe ich am Ball. So muss das sein. Wir starten jetzt mit dir, Jürgen Planetti, zum Cosmic Flight. Dir Dankeschön fürs Gespräch, einen schicken Sonntag und bis bald. Ja, wünsche ich dir auch. Ciao.